Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry New Dawn mit mir und dem René. Ich habe euch ja gesagt, wir machen jetzt noch ein bisschen Außenposten plündern und alles um und dran. Ja, das kann auch manchmal ein bisschen langweilig sein im Let's Play. Dann spult einfach ein paar Folgen vor, bis wir dann Richtung New Eden gehen. Nur wir halten das jetzt gerade für sinnvoll, weil wir gerne dann das Ethanol bzw. die Ressourcen haben, um halt auch Prosperity weiter aufzubauen und so auch an unsere Waffen zu kommen. Ja, damit wir hier ein bisschen durch einfach, aber das heißt, Anführungszeichen einfacher durch die Story durchkommen. Na gut, dann geht's weiter mit Plündern. Auf geht's. Ja. Jetzt haben wir nämlich auf Stufe. Ich hab ja meine Stufe 3 Waffe jetzt. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen rocken. In den älteren Far Cry Teilen, wie du auch bei Primal schon gemerkt hast, ist das Sammeln und Jagen und Herstellen noch viel, viel wichtiger. Also das sieht sich jetzt noch viel mehr, da ist das noch ein Witz gegen ihn. Ich meine, wir spawnen ja direkt rein und kriegen ja einen Haufen durch die Expedition und so einfach die ganzen Ressourcen in die Foot gesteckt eigentlich. Ja. Sieht aus, als würden sie mit schwer bewaffneten Kämpfern verteidigen. Geh mit voller Kraft rein, um das Ethanol zu holen. So. Jetzt habe ich das ganze Tag auch das schwere Takedown. Das heißt, ich kann mich an die Gegner jetzt ein bisschen besser ranschleichen, ranarbeiten. Das ist für mich gar nicht mal so schlicht. Der Scharfschütze kommt runter. Ich weiß nicht, ob der den irgendwie gesehen hat. Ich habe den Dingens, den Vollstrecker. Hast du einen Down? Ja. Also den Vollstrecker. Nee, der Scharfschütze läuft zu gechillt, um das der. Ich arbeite mich jetzt gerade hier so ein bisschen rein. Da steht noch einer, den habe ich nicht gesehen. Du weißt, okay, die sind aufmerksam. Die wissen, dass du. Haben die dich entdeckt? Na, ja, der eine. Okay, verdammt. Der Drecksack mit seinem scheiß Raketenwerfer. Der eine Scharfschütze rechts ist einer mit dem Raketenwerfer. Der muss ganz schnell weg. Ich habe mal nämlich auf den fixiert und schon links neben mir einer. Wollte ich mir den links neben mir holen erstmal. Und dann habe ich eine Rakete abgekriegt. Also bei mir, bei meiner Leiche steht direkt einer. Und rechts von mir ist einer. Ne, zweimal bei mir. Und rechts oben eine Scharfschütze. Ja, ich komm. Lass dich sterben. Ja, und der Scharfschütze oben, der müsste ganz schnell weg, bevor der mit dem Raketenwerfer wiederkommt. Welcher Scharfschütze? Ich sehe den oben rechts, am Turm, müsste der sein. Hab ich den Flashback geholt? Weiß ich nicht. Ja. Das war der. Einer, der liegt hier oben. Verreckt, du Luder. Heli down, kümmere ich mich drum. Erste Typ ist runter. Bist du mit der M4 oder was hast du dabei? Kann sein, ja. Den. Du hast. Ne, ich will die Waffen wieder haben. Ich kann auch nicht. Kaputt. Sehr schön, dann haben wir den auch auf Stufe 3. Also wahrscheinlich wird es jetzt noch gut 2 bis vielleicht 3 Folgen dauern, bis wir dann wirklich auch mal mit der Story ein bisschen weitermachen können. Naja. Muss alles leider sein. Naja. Gehört alles zum Spiel dazu. Ich würde sagen, wer ein rein storybezogenes Let's Play gucken möchte, der guckt auch, glaube ich, kein Far Cry Let's Play. Ja. Oder bei anderen Let's Playern, die wahrscheinlich eher so ein bisschen durchwaschen. Wir versuchen da Step by Step zu arbeiten. Das habe ich aber damals auch schon angekündigt, dass wir diesmal ein etwas anderes Let's Play machen quasi. Ich weiß nicht, ob wir es auf 100% schaffen. Weiß ich noch nicht. Aber es mal auf 100% gehen.
Gucken wir mal. Und bei hier, bei Nödern? Ja. Kann sein, dass wir tatsächlich auch wieder. Also das ist gar nicht so schwer bei Nödern. Ja, gucken wir mal einfach. Wie gesagt, das Step ist wirklich nicht so schwer. Deswegen setze ich mir auch gar keine Limits, was die Folgen ansehen, wenn 200 Folgen sind. Mein Gott, who cares? Ist dann so. Du verwirrst also wahrscheinlich also nicht. Ich, als dein Spielepartner würde es feiern. Definitiv. Ich fände es cool, wenn wir es doch. Ich habe ein Spiel bisher auf 100% gespielt. Überhaupt in meinem Let's Play. Ich habe jedes Far Cry Spiel auf 100%. Also ich spiele eigentlich alle Spiele auf 100%. Eigentlich schon. Ja, viele machen auch diese, gehen auf Platin-Trophäen und sowas. Das kriege ich halt nicht. Zum Beispiel, ja, ich bin kein Trophäenjäger. Sagen wir es mal so. Ich spiele halt wirklich auf Story. Meine Meinung nach. Aber gucken wir einfach mal. So, wo wir gerade dabei sind, wir wollen ja noch weitermachen. Wir wollen ja heute noch ein bisschen was schaffen. Das heißt, wir gehen weiter mit dem nächsten Ausposten. Lass mich kurz shoppen. Ja, alles gut. Ich reise mal hoch zum Wasserloch. Da kannst du mich auch shoppen. Ja, ich bin, glaube ich, jetzt auch schon fertig mit shoppen. Dann müssen wir noch zweimal das andere Dinge machen. Den wir da zuletzt aufgenommen haben. Also muss quasi jeden Außenposten dreimal angreifen. Mindestens. Du kannst wahrscheinlich öfter, also ja, sehr wahrscheinlich. Also mindestens dreimal, um das Ding wirklich auf Elite zu spielen. So, ja. Gut. Aber rein um Ethanol zu bekommen, sehr wahrscheinlich müssen wir die sehr wahrscheinlich öfters angreifen. Ja. Quatsch, da gibt es noch keine Dingensmunition für aus. So, dann gehe ich mal drauf. Du bist schon? Okay. Ja, ich bin jetzt, habe jetzt gesagt, bleib bei meiner aktuellen Position, habe ich einfach gesagt. Das heißt, wir holen uns den Ethanol und dann können wir nämlich weiter auf Prosperity aufpassen. Das muss halt leider sein. Wir kriegen, kommen außer über die Trucks nicht an Ethanol ran. Ja, und über die Trucks, das ist natürlich lächerlich. Und über die Trucks möchte ich nicht die dauerhaft farmen. Das dauert halt zu. Ja. Halt da sind die Außenposten der echt humanere Weg. Klock, 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 wie die markiert werden. Haben die drei Vollstrecke oder zwei? Zwei sehe ich spontan. Da war es zwei, ne? Ja, unten links und Alarm sehen wir ja auch. Zwei grüne, drei Alarme haben sie. Siehst du unten an dem orangen Kistchen da den Typen? Oh. Warte, den einen unten hole ich mir. Ich schleiche mich gerade an den einen ran. Den hast du, okay. Den wollte ich mir gerade holen. Sorry. Oh, die sind aufmerksam geworden. Wir haben irgendeine Leiche gesehen. Ich vermute, dass der hier unten steht. Pass auf dich auf. Ja, ich muss in Deckung bleiben, ich kann dir gerade keine Feuerunterstützung geben. So, Lem, ich vermute, dass mich ein Vollstrecker sehen könnte, wenn ich jetzt hier rauskomme. Okay, dann wunderbar, du hast einen Down. Ich arbeite mich anders vor jetzt, ich gehe jetzt ein bisschen ran. Oha, der war nice, der Schuss. Nice Trophäe bekommen, Bogenschießen, Experte. Was ich die noch nicht hatte. Ja. Wir haben nur noch ein oder zwei Gegner. Dann haben wir es komplett ohne entdeckt zu werden geschafft. Das können nicht mehr viele Gegner sein. Ich weiß, aber das sind bestimmt nur die zwei Strecke. Ja, irgendwas habe ich gerade so ein bisschen. Ja, genau. Da unten ist Vollstrecker, ich sehe den. Ich versuche ihn zu holen. Wie kann ich dich jetzt in Deckung gegangen? Da hinten ist der andere. Fast. Also wenn ich da hochgehe, sieht der mich. Der muss irgendwo links über mir stehen. Verdammt. Okay, der ist stehen geblieben. Hast du ihn? Der lebt noch. Da ist auch noch ein Hund. Ich glaube, ich hab den einen. Ja, einer ist. Mit dem Bogen. Ja, nice. Das ist noch der eine Vollstrecker. Und pass auf, da ist auch ein Sprenghund.
Tot. Lass dich entdecken von der Fallstrecke. Hund tot, Hund tot. Der Hund ist tot. Du wurdest entdeckt, fuck. Ja, ich hab's jetzt zu spät gesehen, dass der hier stand. Warte, ich mach das anders. Ciao. Oder so. Ja, wird so ein Alarm. Schade, hätten wir ja, ich hab den nicht gesehen. Ich wollte mich von der runter in den sicheren bringen. Ich hatte auf einmal stand der ja, nicht. Und so schnell kam ich nicht mit dem in den Takedown-Modus. Ich hätte mir gerne mit dem Takedown geholt. Ja. Da wäre Bombe gewesen. Schade, aber. Ja, passiert, egal. Dafür bin ich eben noch voll in den Dingens reingefahren, weißt du? Ja. Ja. Alles gut. Aber kein Alarmbonus, ey, das ist schon mal viel wert. Ah, ich bin mir voll gehypt auf Bogen. Ja, ich war hier oben dran, hier stand nämlich der Hund, und dann bin ich hier runtergegangen. Und hier unten steht der andere. Das ärgert mich gerade so ein bisschen. Da haben wir trotzdem 3 Vorteilspunkte erreicht. So. Wir haben wieder ein paar 3 nette Vorteilspunkte. So, habe ich sonst noch irgendwas, was ich neu kaufen muss? Ich glaube nicht. Nur Pfeile. Warte mal. Wir haben 1000 Ethanol. 1000 Ethanol haben wir. Was war jetzt als nächstes zu arbeiten? Die Krankenstation, ne? Krankenstation und Sprengstofflabor. Beides. Ja. Am besten direkt auf Stufe 3, also auch schnell auf Stufe 3. Ja, kriege ich nicht auf einen Rutsch hin. Aber ich bin. Ja, habe ich mir gedacht. Also erst Stufe, die Krankenstation. Ja, hab ich. Stufe 2 und. Hab und ich die Dinge jetzt auf Stufe 2, weißt du? Also beides auf Stufe 2 schon. Ja. Es ist das Einzige, was auf Stufe 1 ist jetzt auch das Trainingslager. Alles andere ist mittlerweile hochgepusht jetzt. Ich habe noch 200 oder so Ethanol. Aber wir müssen den noch weitermachen, ne? Wir müssen ja noch einen anderen Außenposten nehmen. Also hier fehlt noch einer. Dann holen wir uns den, dann machen wir schnell dahin, dann gehe ich da auch schon plündern. Plündern. Ja, warte, lass mich vorher noch einkaufen. Ja, neue alles Sachen. Gut. Noch will ich auch gar nicht. Ich will erstmal nur zum Ausbesten gehen. Erstmal auf Stufe 2, das sollte ja relativ easy sein. Und dann machen wir das Ding auf Stufe 3 und dann sind wir durch. Dann haben wir zumindest unsere Außenposten auf Stufe 3. Ja. Und wieder genug. Und wieder genug. Dabei wegnehmen. Und dann, wir sagen wieder, die sollen sie wegnehmen. Ja, wir haben auf jeden Fall noch nicht alle, weil wir gucken mal, wie wenig wir an der Karte wir entdeckt haben. Jetzt ist erstmal nur unser Zoll. Leerer Garten, so. Oh, wir haben einen, den mag ich voll. Also mehr sage ich so, den mag ich wirklich voll. Den Außenposten. Der ist cool, der einen. Also nicht den, den wir jetzt machen, sondern einen, den haben wir nicht entdeckt. Der ist aber schwer, der ist echt schwer, den ich meine gerade. Okay. Der ist cool zu spielen. So, da oben ist direkt so ein Hyopai. Ja, warte, der ist ja easy. Komm, ich hol den direkt weg. Ja, lass mich das. Okay, mach du. Schon down. Oh, ein paar Freaks, weil jetzt sind sie aber aufmerksam. Ja, sie wissen nicht, dass ich hier bin, weil die mich schon gesehen haben. Wurde entdeckt? Ah. Hinter dir ist weiter mit Schild. Hinter dir. Nicht so näher halt für dich. Also sie wissen nie, dass wir da sind. Scheiß drauf passiert. Jetzt ist vorbei. Tot. Ja. Jetzt sind sie gerade ziemlich Peanuts. Kommt hin, mein Freund. So. Den habe ich verkackt auf jeden Fall.
Elia. Ah, verdammt, oben auf dem Jeep steht noch einer mit dem MG. Und noch einer, ein anderer Gegner am Alarm. Boah, ich hab mich selbst weggesprengt. Ich lieg tot am Boden, ich bin. Na, ich auch. Ich bin komplett da. Ah, du auch? Okay. Ja. Ja, gut. Und so viel zum Thema. So viel zum Thema, das ist relativ easy. Das haben wir ein bisschen zu locker angegangen. Ich wollte gerade sagen, dann haben wir zu auf die rechte Schulter gegangen. Aber jetzt haben wir jetzt nochmal die Chance, das komplett leise zu machen. Ich versuche direkt mal den Scharfschützen das zu holen. Ja, der eine ist schon wieder reingegangen. Da stand eigentlich direkt einer an der Tür. Oh, treff den nicht jetzt! Ich muss hier mal raus. Ich muss hier weg. Weil da ist wieder einer mit dem Schild. Schnauze. Ich laufe hier links hoch. Ah, verdammt. Ja, die sind hier. Ich versuche auf die Alarme zu gehen. Eine Alarm ist aus. Wo ist das weiter? Verdammt! Die sind alle hier draußen bei mir gewesen. Ich habe 5 Stück gerade vor mir stehen gehabt. Aha. Schatzpenner. Ah, bei mir. Ich habe ein Schild hinter mir. Ich komme, wo bist du? Dahin. Der Fuchs hat mir gerade geholfen. Was auch immer das war. Der Wolf, den ich freigelassen habe. Sterb. Sterb ihn! Der arme, ja, der arme Wolf, Alter. Ja, das ist egal, hab's euch getippt. Hauptsache du überlebst, ja, okay. So, Auto geht jetzt hoch wahrscheinlich, weil der brennt. Ist down, Elite. Ich hab den quasi. Jetzt hab ich den mit dem Takedown geholt. Da ist noch einer. Oh, ich renne. Scharfschütze down und das war's. Der stand, hat ein bisschen rumgebackt, der stand ein bisschen an der Seite, dann habe ich einen schönen Rennenfall. Habe endlich meinen ersten Elite Takedown. Der war nämlich nur auf dich fixiert. Der vergisst man nie. Der war nur auf dich fixiert. Wir stehen im Brennen, im Feuer, meine ich. Wir stehen im Brennen. Ja, ich habe mit dem brennenden Pfeilen rumgearbeitet. Na, passt. So. Aber das war noch nicht der letzte Durchgang. Das ganze Ding war mal nämlich jetzt nochmal auf Stufe 3. Warte, lass mich vorher ankommen. Ja, jetzt muss ich hier erstmal looten wieder. Hast du das Sprengstofflabor nicht auf Stufe 2 schon? Nein. Echt nicht? Jetzt aber doch, kannst du bestimmt, oder? Ich guck mal gerade. Doch, Stufe 2 habe ich ja. Aber ich kann auf Stufe 3 habe ich noch nicht. Mache ich jetzt gerade. Jetzt ist Stufe 3. Okay. Wieso kann ich kein Sprengfeuer? Was soll das? Wieso kann ich keine Sprengfeuer herstellen? Ich dachte, Prosperity wäre erledigt, bis du aufgetaucht bist. Hä? Keine Ahnung, wieso. Ah, jetzt geht. Aber Inventar voll. Nice. Okay, cool.
Jetzt haben wir Sprengpfeile und ja, und Fernsehsprengstoff und all solche Geschichten. Mhm. Gut, dann machen wir das ganze Ding nochmal auf Stufe 3. Auf geht es. Mhm. Der letzte Teil für heute. So, let's go. Die Highwaymen sind wieder im alten Kloster. Es ist vollgestopft mit Vollstreckern. Ja, Peanut. Wohin? Das war ja, wie es geht. Oh, einer der Vollstrecker steht direkt da, war der Schuld. Der gehört mir. Ich muss mal gerade weg, der eine steht als Scharfschütze dort, oder was? Ich hab'n. Sehr gut. Ich versuch den zweiten zu holen. Ich hab den zweiten. Warte, ist der zweite down? Ich vermute nicht. Ich bin nicht sicher, ob der zweite down ist. Ich vermute auch nicht, weil die... Wir kriegen Besuch. Ja, versuch in Deckung zu bleiben. Komm in unser Gebüsch, duck dich ins Gebüsch. Tot. Jawohl. Jetzt duck dich in ein Gebüsch rein. Was ist das Beste, was du machen kannst in solchen Fällen? Hm. Ich teile gut mit dem Bogen noch aus gerade. Gut, läuft noch einer. Ja, leck mich doch morsch! Jawoll! Ja, war schön. Da kommt ein Sprenghund. Okay, ich hab den Flammenwerfer mit Sprenghund ausgeschaltet. Was wir schaffen das, ohne dass die uns nicht decken, die Bastarde. Ja, ich glaube, kann sein, dass ich das war. Weil ich nicht einer von uns war, das ist ja egal. Auf jeden Fall ist der ausgeschaltet. Ich arbeite aber immer mit dem normalen. Ne, ich war das. Ich Pilot. Hab den. Oh, warte mal. Irgendwas sieht mich hier oben. Ich weiß noch nicht wo. Hier unten. Da hinten der Truck. Ich hab ihn gespottet. Sicher zu Truck, da unten steht immer ein Sprenghund. Wo ist denn. Hey, irgendwo muss noch einer. Da unten. Hm. Unten Sprenghund. Ich hab den Sprenghund. Ja, und der eine komme ich jetzt gerade nicht dran. Ja, aber ich hab'n. Aber da ist noch einer irgendwo. Wir haben uns echt noch nicht entdeckt, ne? Hinten. Ich hab'n gespottet. Lass dich nicht entdecken. Hab ihn. Nice, da hinten ist aber noch einer. Aber was für eine Flugkurve, der hat mir 800 Punkte gerade gebracht, der Kill. Aber. Ich hol mir den Typen. Lass dich nicht entdecken. Mhm. Oh, ist gut. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Ich war's. Ich glaube, ich war das. Doch, ich war's. Ich hab die Punkte bekommen. Okay. Ich stand ja links von ihm. Ja. Er wollte mich gerade sehen. Dann hat er so in die Fresse gekriegt. Unentdeckt, kein Alarm. Und das auf der Stufe. Ein wahrer Ninja. Nächste Trophäe. Ich habe 4 Trophäen oder so jetzt gekriegt heute. Okay, jetzt haben wir Unentdeckt-Bonus 150. Ja. Dann kann ich den nächsten ausbauen. Die Krankenstadtführung am besten, ne? Mhm. Nee, kann ich nicht. Was ist mit dem Garten? Verdammt. Den Garten, auf welche Stufe hast du den? Den Garten, auf... Den könnte ich auf 3 ausbauen. Ich weiß nicht, eventuell erstmal spare. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich hab 593.
Nee, Sprengstoff kann ich noch nicht ganz ausbauen. Doch, ist ausgebaut. Doch, stimmt, ist ausgebaut. Ja, ne, das hast du auf 3 und die Werkbank hast du auf 3. Ja, die Werkbank und das Prosperity, das habe ich auch auf 3, ja, genau. Ich könnte jetzt eigentlich quasi... Oder alles andere hast du auf 2, ne? Ich könnte jetzt alles, egal was, auf 3, außer die Krankenstation kann ich alles ausbauen. Auf 3, theoretisch auf... Ne, und Sprengstofflabor, genau. Und die Werkbank, ja. Und alles andere ist auf 2, ja. Ja, außer die, außer das Trainingslager. Aber was... Ja gut, scheiß auf Trainingslager, das brauchen wir im Moment eh noch nicht. Dann machen wir als allerletztes. Weil wir können eh keine Begleiter mehr nehmen. Willst du, weil, schon unbefreiten Ausbilder, Perspektiv. Dann lass uns das Ethanol sparen und das allererstes die Krankenschätzung ausbauen. Okay, dann machen wir das so. Weil das, dann, und danach den Garten, würde ich sagen. So eine Vorratslieferung. Weißt du nicht wo gerade? So, Munition nachgefüllt. Gut, dann machen wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Far Cry New Dawn. Und dann habe ich ja angekündigt, oder? Sollen wir ein bisschen durch sein, ne? Mit allem? Was wir wollten? Ich glaube schon. Ja, wir haben die draußen Posten, alle sind noch für Elite. Also die, zumindest die ich jetzt spontan freigespielt habe. Ja, eben, also die wir jetzt schon freigespielt haben, die sind zumindest auf der Stufe 3. Ja, genau, dann kommen wir in der nächsten Folge schon nach New Eden. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.